Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute zeige ich euch ein schnelles Pfannengericht und zwar Lachs in Parmesan-Sahnesoße mit Spinat und Tomaten. Sehr lecker. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles liegt bereit für mein leckeres Gericht Lachs in Parmesan-Sahnesoße mit Spinat und Tomaten. Was brauchen wir? Klar, wir brauchen Lachs zunächst mal. Ich habe hier 4 Stücken Lachs, die wir verwenden werden. Wir werden den Lachs dann so ein bisschen in Mehl wälzen und das Ganze gleich anbraten in Olivenöl. Wir brauchen natürlich dann als Gemüse Spinat. Wir haben außerdem eine rote, mittelgroße Zwiebel, ein paar Cocktailtomaten, 4 Knoblauchzehen. Das ist erstmal an festen Bestandteilen das, was wir brauchen. Ja, was brauchen wir noch? Für die Soße brauchen wir ein bisschen Sahne, ein bisschen Butter, außerdem Parmesan, damit werden wir die Soße nachher schön binden. An Gewürzen haben wir ein bisschen Salz, ein bisschen Paprika edelsüß, Chiliflocken für ein bisschen Kick, je nachdem wie viel ihr mögt, das ist so ein halber Teelöffel hier, und Pfeffer. Und das ist auch schon alles. Und dann können wir auch schon loslegen mit den Vorbereitungen. Zunächst salze ich und pfeffere ich die Lachsstücke und das mache ich natürlich von beiden Seiten, drücke so ein bisschen Pfeffer und Salz an, damit es auch auf dem Lachs bleibt. Dann bestäube ich die Lachsstücke mit ein bisschen Mehl und auch da passe ich auf, dass ich wirklich alle 4 Seiten richtig einmehle. Die Zwiebel ganz einfach pellen und in Würfel schneiden, nur nicht ganz so groß. Das gleiche mit der Knoblauchzehe pellen und die hacken wir klein, damit wir nicht so große Knoblauchstücke im Mund haben. Und als letztes die Tomaten, die kleinen Cocktailtomaten nur halbieren, das reicht. Kleiner müssen wir die gar nicht schneiden, die will ich hinterher noch sehen in der Pfanne, die sollen noch ein bisschen Struktur haben. Ja, Vorbereitung abgeschlossen, das ging schnell, ne? Tomaten halbieren, Zwiebel pellen, einen Würfel schneiden, das gleiche hier mit dem Knoblauch pellen, klein hacken und unseren Lachs salzen, pfeffern oder Mehl wälzen, ab in die Pfanne. Ja, Olivenöl, nicht ganz so heiß, ne, so 2/3 Hitze, 3/4 Hitze und dann geben wir unsere Lachsstücke in die Pfanne. Ihr seht, das britzelt hier so ein bisschen, also nicht heißer, Olivenöl darf ja nicht rauchen und dann brate ich alle meine Lachsstücke von allen 4 Seiten an. Ich wende, wenn ich keine Haut mehr habe, die Lachsstücke vorsichtig mit 2 Pfannenwendern. Das klappt eigentlich immer ganz gut, dass euch die nicht zerbrechen. Wenn er auf der Haut ist, dann ist er ein bisschen stabiler, aber so müsst ihr aufpassen, dass ihr tatsächlich die Lachsstücke nicht kaputt macht. Also alle 4 Seiten ordentlich anknuspern hier. Und wenn das erledigt ist, nehme ich die Lachsstücke erstmal raus. Die legen wir beiseite. Und natürlich machen wir die Pfanne jetzt nicht sauber, sondern wir nutzen hier dieses wunderbare Lachsfett oder Olivenlachsöl und schmelzen erstmal unsere Butter. Auch hier Temperatur nicht so hoch, lieber ein bisschen runterschalten wieder, damit die Butter nicht braun wird. Und dann gebe ich die Zwiebel in diese wunderbare Öl-Butter-Mischung und brate die an, so fast bis sie glasig sind. Und dann geht es auch schon weiter, dann kommt der Knoblauch noch dazu zum Aromatisieren. Nicht so lange, Knoblauch wird sonst bitter. Auch gleich die Tomaten dazu. Und jetzt erhitzt sich das Ganze, die Tomaten sollen nicht weich werden, also nicht matschig. Wir wollen auf jeden Fall noch Biss bei den Tomaten haben. Dann gebe ich die Sahne dazu, lasse das alles so ein bisschen aufkochen. Und dann gibt es auch schon die Gewürze hier, Paprika, das war ja nicht viel. Und meine Chiliflocken für ein bisschen Kick. Das Ganze rühre ich auch dann unter, lasse es ein bisschen erhitzen nochmal. Und dann kommt auch schon der Spinat rein. Ihr seht, das ist ein relativ kleinblättriger Spinat. Ich habe nichts gemacht damit. Wenn ihr ganz großen Spinat habt, vielleicht ein bisschen kleiner hacken. Den gebe ich jetzt in die Pfanne und lasse den ohne Deckel mal 5 bis 10 Minuten hier zusammenfallen. Das geht sehr schnell. Und wenn der Spinat zusammengefallen ist, dann gebe ich Parmesan dazu zum Binden der Soße. Alles gut unterrühren. Auch hier die Temperatur wieder ein bisschen runterschalten, dass es nicht mehr kocht. Und meine Soße war jetzt so ein bisschen zu dünn, deswegen habe ich sie ein bisschen angedickt mit Stärke und Wasser. Müsst ihr gucken, was euch gefällt. Das ging gut hier und da sind wir auch schon fast fertig, denn
Wenn die Soße jetzt die richtige Konsistenz hat, dann gebe ich meine Lachsstücke wieder zurück. Und die lasse ich auch nur erhitzen. Ihr müsst also hier nichts mehr kochen. Lasst sie 10 Minuten ziehen nochmal, höchstens in der Soße. Das reicht auch schon. Der Lachs ist ja fertig. Und dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Der Lachs ist ganz leicht rosa. Er ist noch weich. Er ist nicht trocken. Man sieht es hier, das Eiweiß ist gerade so geronnen. Sieht sehr schön aus. Mal probieren. Super lecker. Toll geworden. Der Lachs hat genau die richtige Konsistenz. Er ist nicht trocken. Er hat noch ein bisschen Biss. Ist aber durch auf jeden Fall. Die Soße ganz wundervoll. Parmesan, Spinat und Tomate haben sie ganz toll verbunden. Also eine wirklich tolle Kombination. Mein Lachs in Parmesan-Sahnesoße mit Tomate und Spinat hat wundervoll geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.